her. Wie hätte er überleben sollen? Ach, lass mich nicht antworten. Du bist nicht aus dem Hilfe, oder? Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Senui. Wir kommen in Folge 96. Man sieht, der Witcher Geralt von Riva hat eine andere Ausrüstung an. Für mich ist es auch schon so lange her, für mich ist es auch sehr früh, wir haben es bei mir 7.47 Uhr, bei euch ist es jetzt ca. 19 Uhr noch was, wenn das Video natürlich online kommt. Habe mich mal auf den Weg gemacht, noch nach der Bärenausrüstung und habe, kann ich mal kurz mal zeigen. So sieht sie aus, also hier haben wir das Bärenstahlschwert, Bärensilberschwert, Bärenrüstung, aber hier habe ich die Greifen... Oder verbesserte Greifenhandschuhe, weil die passen irgendwie besser dazu. Bärenstiefel und Bärenhose dazu. Und wie man hier sieht, braucht sie bloß eine Stärke von Stufe 20. Und zum Beispiel die verbesserte Greifenhandschuhe, also hier ist schon die Ausrüstung schon mal verbessert, braucht erst Level 18. Also schätze ich mal, dass die Bärenausrüstung die beste Ausrüstung sein wird. Also hier ist so gesagt, was ich, wenn die verbessert ist, hat die, was ich, schon mal Level 26. So. Ich will noch die Mission machen. Der Herr von Utvik, wie man hier rechts sieht. Dafür bin ich gerade mal ein bisschen rumgereist. Halt auch wegen den Bärensachen. Will das noch machen, um den in Jarl zufriedenzustellen, bis wir dann halt mit Yennefer diese andere Mission machen. Aber hier ist noch jemand, der für uns eine Quest hat. Utvend, glaube ich, hieß der. Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Natürlich, aber reden wir erst über meine Belohnung. Reden wir erst über meine Belohnung. Sagt eine Ausgleiche. Gib mir mehr. 300? Ich weiß nicht, 300 ist immer so eine... Hab Erbarmen mit einem alten Mann. Lass ein paar Kronen nach. Ein paar Kronen sind 12, sag ich jetzt einfach mal. So viel? Ich werde mir was leihen müssen, aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Was hast du denn mit deinem Sohn? Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen, hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich hab gesagt, Sohn, die Färöer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Ja. Auftrag der vermisste Sohn. Guck ich mal schnell. Der Turm aus nirgendwo. Was ist das denn? Level 29, okay. Das Rätsel der Morde von Kleinweg. Was ist das hier? Das Ding aus dem Sofa. Ah, der Mutter hat sich hier ohnehin, stimmt ja. Der hat ja noch Geld für einen uns. Guten Tag. Wie geht's denn so? Ich guck mal hier. Ich gehe mal ans Anschlagbrett. Und reise ich nach Dings. Ich hab noch so viel zu tun. Ach, nach Rundweg. Ach, weißt du was? Wir gehen erstmal nach Rundweg. Wir gehen erstmal zur Taverne Neuhafen. Hey, Vorsicht! Und zwar werden wir hier einfach mit Schnellreise hinspringen. Ich glaube, das war nämlich hier. Siehst du? Wie sich doch. Achso, und meine ganze Katzenschuhenausrüstung, Greifenschuhenausrüstung und natürlich auch Bärenhandschuhe habe ich alles natürlich in die Truhe getan.
Weil die brauche ich ja, um dann wieder weiter zu bauen. Wenn jetzt irgendwie noch was dazukommt, also. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Verbesserte? Ruhe ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Chance. Vollmar hat recht. Man soll vor dem Raubzug nicht zu viel zu sich nehmen. Danach kann man fressen bis zur Ohnmacht. Mhm. Die planen also einen Überfall. Hm. Schöne Fackeln habt ihr da. So. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Ja. Auf jeden Fall. Oh. Wettkämpfer. Ach nö. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Oh, hier sind wir ja wieder bei. Ah, hier ist so die Truhe. Kann ich mal kurz reingucken. Können wir euch mal zeigen. Ach, hier drüben ist ja alles. Genau. Und wir haben jetzt zum Beispiel das verbesserte Katzen-Silberschwert. Habe ich ja schon für Stufe 23. Und verbesserte Katzenausrüstung habe ich ja auch schon. Dann haben wir hier verbesserte Greifenausrüstung Level 18. Katzenstiefel, der habe ich noch nicht verbessert gehabt, genau. Katzenhose hatte ich auch noch nicht verbessert, also Level 17. Also, nochmal. Genau, hier sieht man zum Beispiel, also ein normaler Bärenhandschuh ist schon Level 20. So, und hier ist ein verbesserter Katzenhandschuh, ist Level 23. Erster, was man so. Also müsste der vielleicht bei Level sonst was sein. Aber die Handschuhe haben mir nicht gefallen. Ist jetzt auch nicht so wichtig gewesen. So. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ankratiel Schildmeid. Oh. Essen, reden, Jonas, der Wirt. Tag, ich bin Geralt. Der Hexer, den man als weißen Wolf kennt, ich weiß. Hier werden jeden Tag neue Geschichten über dich erzählt. Suchst du nach einem freien Platz am Tisch? Nein, nein. Ich wollte nur reden. Ich habe gedacht, ja. Ich habe gehört, dass Hjalmar hier nach Männern für seine Expedition gesucht hat. Ja, stimmt. Ziemlich mutig. Kam reingestürzt, hat die Schüssel vom Tisch gefegt, ist auf den Tisch gesprungen und hat gerufen. Ich segle los auf der Suche nach Ruhm. Wer kommt mit? Wer will dem Riesen den Kopf abschlagen? Offenbar hat das ausgereicht, um ein Langboot voller Männer zu rekrutieren. Sie haben ihn auf den Schultern rausgetragen und geschrien, wir holen uns die Schmiede zurück. Wir knüpfen den Riesen an den Eingeweiden auf. Hättest du sehen sollen, Hexer. Oh, mir sind die Tränen gekommen. Mhm. Sie wollten sich die Schmiede zurückholen? Was hat es damit auf sich? Weißt du nicht, dass die Umwieger die besten Rüstungen der Insel geschmiedet haben? Die Schwertschmiede sind auch nicht zu verachten. Weil wir unsere Klingen so schmieden, wie die Zwerge ihre Sihils. Ein weicher, mehrlagiger Kern mit einer harten Stahlhülle. Woher willst du das wissen? Das ist ein Geheimnis vom Tornaroch-Clan. Hab ein paar Zwergenfreunde. Mag sein, aber das Erz aus den Minen von Undwig nicht mal. Tja, keiner hat es. So sieht's aus. Mhm. Hjalmar scheint hier ziemlich beliebt zu sein. Er ist Krachs Sohn. Schlaues Kerlchen, hat eine gute Mannschaft zusammengestellt. Allesamt gute Trinker und Kämpfer. Als sie weg waren, musste ich Tische und Bänke reparieren. Die Jungs von Undwig, die er mitgenommen hat, waren keine kleinen Fische. Ein Mann vom Tordaroch-Clan hat Hjalmar auf die Idee mit der Expedition gebracht. Der Schiffsbauer, er hieß... Vigi. Genau. Er wollte sich den Spitznamen der Furchtlose verdienen. Bis jetzt nannten ihn alle den Spinner. Hjalmar muss einen Plan gehabt haben. Erzähl mir davon. Pläne? Sie wussten nicht mal, wo sie den Riesen suchen sollen. Ich erinnere mich, dass Vigi einen gefrorenen See überqueren und dann in die Berge wollte. Der Riese soll von dort gekommen sein. Vom Frost geweckt, der das Land um den Turm in seinen Klauen hatte. War ein harter Winter. Perfekt für diesen Menschenfresser. Und es wird nur schlimmer. Sogar die Götter. Nun. Noch einer, der nicht glaubt, dass die Ragnarok bevorsteht. Du wirst sehen. Ihr alle werdet es. Eigentlich habe ich ja jetzt alles. Mach's gut.
hab dir gern geholfen. Wenn du mehr über Undvik oder den Riesen wissen willst, frag Axel oder Rante dort drüben. Okay. Vielleicht mal gerne mit denen hier reden. Ach, hier ist Axel. Was willst du? Ich suche nach Leuten von Undvik. Die sind tot. Ich habe gehört, dass viele überlebt haben. Sturköpfiger Blödmann. Was willst du denn wissen? Warst du dort, als der Riese angegriffen hat? Ja, war ich. Als eine der Leibwachen des Jarls. Ich habe versagt. Hab nicht an das geglaubt, was die Priesterinnen sagten. Dass wir bestraft werden. Dafür, dass wir der Erde ihr Eisen rauben. Daraus Rüstungen schmieden, die Leute tragen, um sich gegenseitig zu töten. Dass Freya uns bestraft. Vielleicht haben sie die Wahrheit gesagt. Der Jarl von Undvik. Erzähl mir von seinem Tod. Jarl Harald Hundeschnauze. Seine ganze Mannschaft ist in der Nacht gestorben. Wilma, Wilfried und Wilhelm. Ich bin zu spät gekommen. Hab gesehen, wie der Riese Wilma gegen einen Fels geschleudert hat. Er fiel neben mir runter. Alle Knochen zertrümmert. Krümmte sich wie ein Lachs im Sand. Da war Harald schon tot? Was? Nein. Der Jarl hat wie ein Bär gekämpft. Hat zugestochen, sich geduckt, geschrien, dann wieder zugestochen. Konnte sich aber nicht retten. Wie konntest du überleben? Zuerst habe ich gehört, wie der Riese die fliegenden Sirenen angebrummt hat. Wenn das mal keine Befehle waren. In der Gefahr sehen manche Dinge anders aus. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wollte dem Jarl helfen, aber eines der Biester hat mich mit den Klauen gepackt und hochgezerrt. Wollte mich ins Nest bringen, mich zerfleischen. Konnte mich aber aus dem Griff befreien. Bin tief gefallen. Die Landung war hart. Konnte nicht stehen. Das Letzte, was ich sah, war ein Schwarm Sirenen, der sich auf den Jarl gestürzt hat. Er jaulte, kreischte, schrie, rief. Dann war es still. Die Männer, die die Frauen und Kinder zu den Schiffen brachten, haben mich bewusstlos mitgenommen und nach Arth Skellig gebracht. Okay, gut. Ich muss los. Hä? Hä? Alle gegen die Schwarzen schicken. Lass mich nicht an. So. Jetzt. Tante? Ich suche Leute von Undvik. Javor stammt von dort. Ich selbst bin früher auch ständig dort gesegelt. Kenn die Küste im Schlaf. Echt schön dort. Wenn nur diese verfluchten Sirenen nicht wären. Du solltest lieber mich fragen. Mich oder Axel am Tordaroch. Da drüben. Was weiß ein Kerl von Arth Skellig schon über Undvik? Hast noch ganz anders geklungen, als Hjalmar nach Mitstreitern gefragt hat. Ist deine Treue zu denen an Kreetz etwa schon wieder vorbei? Diese Sirenen. Gibt's davon viele auf Undvik? So viele. Mehr als auf anderen Inseln. Blödsinn. Einmal haben sie Lars und mich beim Fischen angegriffen. Bevor wir sie vertreiben konnten, hatten sie Lars ins Wasser gezogen und mich völlig zerkratzt. Arzt. Sirenen vertreiben? Wie das? Bist wahrlich kein Inselbewohner. Mit einem Hornwalhorn. Ein Tut und die hauen so schnell ab, dass ihr Geplansche deinen Kahn durchrüttelt. Mhm. Javor kommt von da. Das sagt er jedenfalls. Und du scheinst die Gewässer dort zu kennen. Warum habt ihr Hjalmar nicht begleitet? So eine Expedition braucht einen richtigen Anführer. So ein Jungspund wie er, der mit dem Kopf durch die Wand will, führt sie ins Verderben. Einmal... Hockst du lieber hochnäsig auf deinem faulen Arsch wie ein sirikanisches Prinzesschen? Wenn ein tapferer Kerl kommt, segelt man mit. Ich hätte Hjalmar begleitet, wenn diese Meerhuren nicht mein Knie ruiniert hätten. Wäre lieber auf dem Wasser, als mit einer alten Seewarze wie dir den Tisch zu teilen. Würdest doch mit jedem fahren, der dich an Bord lässt. Krachs Tochter eingeschlossen. Ich muss nach Undvik. Noch so ein Abenteurer. Dann hör mal gut zu, wenn du nicht da saufen willst. Wenn du aus dem Hafen raus bist, segle nach Südwesten.
Achte auf Felsen, die wie Pfähle aus dem Wasser ragen. Muss zwischen ihnen durchmanövrieren. Ein paar sind kürzer. Knapp unter der Oberfläche. Nicht drüber fahren, die schlitzen dir den Rumpf auf. Und dann ist's vorbei. Hältst nicht lang durch in dem eiskalten Wasser. Einmal hab ich... Komm zum Punkt. ja gut. Pass auf die Strömung auf. Kann dich vom Kurs abbringen, sogar gegen die Felsen werfen. Mit ein bisschen Glück landest du am selben Strand wie Chalmar. Okay. War nett, mit euch zu plaudern, aber ich muss jetzt weiter. Bis dann. Dann mal Mast und Schotbruch. Ja. Segel zur Insel Undweg und such nach Chalmar. Oh, regnet's? Die kämpfen immer noch. Haben wir da eigentlich auf dem Boot hier liegen? Vielleicht hätte ich auch gerade eine dumme Zeit, mit dem Boot abzulegen. So Punkt Mitternacht. Der Mensch braucht seine Sorgen. Darf ich das Schiff da vorne nehmen? Ja, ich glaube doch, hä? Ja, zwei sogar. So. Ich glaube, wir müssen nämlich auch... Ja, wir müssen eigentlich volle Bude geradeaus und dann, glaube ich, hier runter, genau. Der hat auch gesagt, hier durch, oder was ist das hier? Können wir hier direkt mit diesen... An diesem Ort kannst du ein Boot finden. Schnellreise nach. Ha! Dann machen wir das halt so. Ist auch nicht schlecht. Segeln wäre bestimmt noch genug. Okay. Ich habe 100 Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Ein bisschen schneller. Oh, hier sind schon Sirenen. Haut ab. Runter. Boah. Halt. Oh, ich bin auch noch vergiftet. Boah. Aber nicht. Ah. Oh, kommst du her? So. Mann. 4:03 Uhr. Muss, nö. Ich glaube, hier das war die war stärkste gewesen. Jawohl. Hier muss ein Schatz liegen. Ah, da. Ja. Passt schon. So. Oh. Wertvolles Fossil. Aha. Das hier ist auf jeden Fall ein Walskelett. So, warte mal. Karte. Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, soll ich das Schwert hier einstecken oder nicht? Hell wird's ja von alleine. Hier liegt nichts drum. Was sind dies? Hä? Und Floren. Sieht irgendwie aus von hier wie ein Damm. Erkunde mit Hilfe deiner Hexe die Ruin von Uskar und suche nach Anzeichen von Yalmars Anwesenheit. Okay. Hier ist unser schönes Schiff.
Und diese wilde Sirene. Kommt der? So, das Zeit, das Schwert zu ziehen. So dumm. Oder? Ich will mal andere Bolzen noch rein tun. Was haben wir hier eigentlich? Spaltbolzen und... Na gut, ich glaube, das bringt sowieso jetzt nichts. Wie war ich bloß gesehen, dass hier der Weg hochgeht? Okay. Ach, oh. Das klingt so ein bisschen. Leuchtet was rot? Was ist denn dies? Wodurch wurde diese Lawine wohl ausgelöst? Es sind aber ordentlich ein paar Leute. Kann ich hier hoch? Ah! Geralt! Beruhig dich! Ach nee, hä? Ja, immer probier's jetzt noch. Und schnell rennen. Ja? Ah, ich glaube, wenn ich hier oben stehe, bringt's mir auch nichts. Wieso runter slidet? Das war ein bisschen laut. Ach, hallo? Boah. Bin aufgespießt. Hier ist das Schwert. Ich höre was. Ah, jetzt bin ich hier. Wow. Geralt, aber ruhig. Ich würde mal gerne hier hochrennen. Oh, cool, sogar so ein Schnee. Oh. Okay. Wer kommt? Okay, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass irgendwie ein paar anderes Viehzeugs gedöns hier oben ist. Warum sind die eigentlich rot? Ich sag mal so, ich würde mal sagen, halt, weil die halt bestimmt die Dinger ausgelöst haben. Aber untersuchen kann ich die jetzt so nicht nochmal. Nee. Ein fucking großes Boot. Okay. Ach. Okay, ich weiß, was das sein soll. Die haben ihre Boote oder Schiffe halt hier rein gebaut. Und haben sie dann halt hier auf diese Barrieren, sag ich jetzt mal so, ins Meer reingezogen. Ist okay. Kann man so tun.
Aber Untwig sieht geil aus. Gefällt mir. Okay, gut. Ich sage hiermit Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Haut da rein. Tschüss.